Schon traurig, dass du ohne Drogen keinen Spaß mehr haben kannst. Tja, klingt für mich nach einer sehr wertenden, verurteilenden Aussage und wird einem Konsumenten auf seinem Weg in die Cleanheit überhaupt nicht helfen. Wegschmeißen. Und wenn du dir einfach mal nichts kaufst, wenn ich keine Süßigkeiten da habe, komme ich auch nicht in Versuchung. Es setzt ja sowas voraus, dass derjenige nicht mündig ist und dass der halt irre ist. Ja, also, und wenn du da einfach mal nichts kaufst, naja, gut, aber er kauft sich halt was. Man muss sich ja die Frage stellen, ja, warum kauft er denn? Ja, warum kauft er denn Drogen? Vielleicht ist ja derjenige, der diese Antwort formuliert, der Grund. Dein Leben ist doch gar nicht so scheiße, warum musst du dich wegballern? Tja, das fragt man auch oft Depressive. Dein Leben ist doch gar nicht so scheiße, wieso musst du ständig so depressiv sein? Das fragt man sich zum Beispiel auch bei bekannten Stars, die alles hatten und sich dann trotzdem im Hotelzimmer aufhängen. Man kann den Leuten nicht hinter die Stirn schauen und man kann materiell alles haben, kann trotzdem innerlich todtraurig sein. Es gibt ja Hilfe, warum holst du dir die nicht? Weil ich keinen Bock drauf habe, weil ich einfach drauf sein will, weil ich Gründe habe, drauf zu sein und weil ich mich schäme, weil ich vielleicht Angst habe, weil es gibt tausend Antworten auf die Frage. Letzte Frage. Du bist stärker als der Stoff. Tja, das ist auch eine sehr wertende Aussage. Es gibt so viele Kinder, die in ihrer Kindheit keine Liebe erfahren haben, keine Bestätigung, keine Ermutigung. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die misshandelt worden sind. Und ja, ob die so stark sind, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die erwachsen aus aus solchen Traumata, aber ja, also klar, du bist stärker als der Stoff, aber ich bin immer der Meinung, wenn so eine mächtige Droge einen in Beschlag nimmt, gibt es dafür Gründe. Und vielleicht weiß derjenige, der diese Aussage trifft, kennt die Gründe vielleicht nicht. Ja.